Blue Team riecht das, riecht den Braten, weiß genau, dass er gleich, hat aber keinen genauen Timer, weiß nur, dass sie aufpassen müssen. Und Kalista flasht in den E rein, flasht in den Taunt von Ahri. Vi geht auf Kalista, ultet sie. Zion dived und tötet. Flasht noch, während der Turret drauf ist. Wow, das ist ein krasser Fight. Schöne Ulti, da ist sie da, aber sie kann nicht mehr viel Damage raushauen, denn sie ist alleine gegen 4. Zion rennt in die Wand. Vielleicht kann Shinsau. Oh, der Fail-Flash von Shinsau! Springt noch mal rein, aber stimmt gegen Lux und Lux kriegt den Blue-Buff. Ulti ab. Aber, yo. Why wird sterben? Why ist tot? Why hat Fail-Flash? Wir sind nicht so abgehoben von es geht. Ja Leute, wir können auch gar nicht abgehoben sein, weil wir noch gar nicht reich sind. Wenn wir reich sind, dann werden wir auch abgehoben. Ja. Keine Angst, das kommt alles noch. Einfach nur... Das ist jetzt greedy, das ist jetzt greedy. Zurücktap, guckt auf die Timer. Es ist schön, wenn ihr Thresh kriegt. Ihr sterbt jetzt trotzdem, geht einfach weg. Wollt ihr? Ja, die wollen und sie kriegen ihn und ich habe nichts gesagt. Ich bin ein Kacknoob. Die Aussprache von LeBlanc findest du genial, LeBlanc. Ja, das ist ein Video, ein Interview von Froggen, der es einfach nicht aussprechen kann. Der kann es einfach nicht aussprechen. Der kann nicht LeBlanc sagen. LeBlanc. Du sagst ja nicht mal das C, das ist ja einfach die Weiße. LeBlanc. Obwohl das auch falsch ist, weil eigentlich, also wenn du, das kommt ja aus dem Französisch, ein bisschen Lehrkunde in Französisch hier. Blanc ist ja das Wort für weiß. So. Es gibt eine männliche und eine weibliche Form. Blanc ist die männliche Form. Blanche ist die weibliche Form. So, Le Blanc ist aber weiblich. Le ist aber männlich, französisch. Also das ist der männliche Artikel. Le wie der und la wie die. So, Le Blanc ist weiblich, heißt aber trotzdem Le Blanc. Das heißt der Weiße, obwohl sie weiblich ist. Wenn sie weiblich, also sie ist, ja, sie ist weiblich, sieht man doch klar und deutlich hier. Man sieht, wie sie tanzt. Sehr schön. Und deswegen müsste sie eigentlich La Blanche heißen. Heißt sie aber nicht, weil Rito dachte, fuck you French guys. Hey, don't give a fuck. Zocker Knight ist da, StarCraft kommt vielleicht noch, Borderlands ist da, Minecraft ist da. Und ich werde auch demnächst League-Videos und StarCraft-Videos höchstwahrscheinlich hochladen. Denn dann habe ich auch bald wieder Zeit. Hoffen wir mal. Ja, Zatoximon, das ist komplett alles dein Credit hier für dieses Intro, Outro. Ich lasse es gerade in Dauerschleife laufen, wie ihr seht, es geht eigentlich nur 10 Sekunden. Ich habe nicht gedacht, dass man irgendwie 5 wahllose Leute einfach so zusammenwürfen kann, ja. Und so ein krasses Teamplay abgeben. Also das andere Team, wir hatten richtig Angst vor der Runde. Wir haben die ganze Zeit gesagt am Anfang, oh, wir verlieren jetzt, scheiße, Mann. Eine krasse Leistung von dem ganzen Team hier, also ich kenne euch zwar erst seit kurzem, aber die Leistung... Du liebst sie schon alle. Ja. Du willst ja alle schon alle. Wenn ihr gerade den Teamchat gehört hättet, die sind alle ausgerastet. Ich liebe euch, ich heirate den. Ja, die Preise sind ja auch nice. Da kann man ja dann noch abfeiern, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Direkt eine Hochzeit feiern. Komm, Crispy, du nimmst dir den Reck. Los geht's. Ja, klar. Und eine kurze Sache noch. Ich wollte noch sagen, von allen hier wahrscheinlich, dass das echt genial ist, was ihr macht mit den Turnieren, dass ihr das hostet, dass ihr die Leute zusammenbringt. Ja. Das ist nochmal danke an euch. Ja, das ist echt cool, was ihr macht. Danke. Wenn ihr nächstes Mal nochmal mitmacht, ist das dann genug. Cool. Ja. Natürlich. Man kann sagen, auf jeden Fall. Desto sowas größer, hört man echt gerne desto heute. Besser. Dann richtet bitte den anderen Team schöne Grüße aus und ich hoffe, die sind nicht allzu traurig, weil die haben echt verdammt gut gespielt. Ja, echt verdammt gut gespielt. Ja. Und die kriegen ja auch Preise, so ist es nicht. Ja, Preise ist ganz klar. Geht immer nur um Preise. Ja, danke für die lieben Worte. Wir verlassen euch jetzt.